Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Monat geht sehr gut für euch los. Ab der Monatsmitte bekommen Venus und Mars allerdings ein bisschen Stress miteinander. Und weil ihr ja mit der Venus in Resonanz steht, ist ja eure Herrscherin, kann sich das für euch schon auswirken. Wie ihr damit umgehen könnt, erfahrt ihr gleich. Falls ihr ein persönliches Liebesproblem habt, könnt ihr euch natürlich gerne eine Beratung bei mir buchen. Ihr findet mich über meine Homepage oder über meine Kundentelefonnummer und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte, die hier im Bild erscheint. In diesem Monat verlose ich eines meiner Jahreshoroskopbücher. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über euren Erlebnishintergrund erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop Teil 1. Da habe ich die langfristigen Tendenzen für euch ausführlich gedeutet und die wirken auch jetzt im Februar für euch. Und da erfahrt ihr auch, welche Geburtstagskinder wichtige Aspekte von den langsamen Planeten empfangen. Und schaut euch das doch bitte in dem Video nochmal an oder lest es in meinem Buch nach. Leicht verändert haben sich im Februar nur diese Aspekte für euch. Den Spannungsaspekt von Saturn, hier aus dem vierten Haus, den empfangen die Geburtstagskinder vom 26. bis 30. September direkt auf ihre Sonne. Und die Lilith fordert die Geburtstagskinder vom 1. bis 6. Oktober heraus. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation im Februar an und der startet sehr schön für euch mit der Sonne, der Venus und dem Merkur hier in eurem fünften Haus der Lebensfreude und der Kreativität. Ihr geht also beschwingt und voller guter Ideen in den Monat und so manche Waage hat wahrscheinlich schon eine ganz heiße Affäre am Laufen, denn das ist eben auch das Haus der Liebesaffären und außerdem ein toller Aspekt zu eurer Sonne. Da zeigt sich auch der Einfluss der Mondfinsternis vom 31. Januar. Die fällt in euer fünftes und elftes Sonnenhaus der Freunde und der Kreativität. Habt ihr vielleicht ein Techtelmechtel mit jemandem aus dem Freundeskreis angefangen? Das Dumme ist, dass die Mondfinsternis einen gewissen emotionalen Aufruhr anzeigt. Sie steht zwar günstig für euch, aber ihr müsst gegebenenfalls schauen, ob vielleicht andere Leute beteiligt sind, die mit einer amorösen oder kritischen freundschaftlichen Situation mehr Probleme haben. Aber euch fällt bestimmt eine ganz kreative Lösung für das Problem ein. Genießt die ersten 10 Tage des Monats. Wenn ihr gerne Karneval feiert, werdet ihr bestimmt viel Spaß haben. Und zwar mit diesen wunderbaren Aspekten. Montag, der 5. Februar, ist zum Beispiel ein Top-Tag, falls ihr da ausgehen wollt. Sehr gut zum Flirten, um sich zu verkleiden oder um euren Liebsten mit einer amorösen Überraschung zu erfreuen. Zum Flirten und Kennenlernen ist auch der Freitag, der 9. Februar, ein Top-Tag. Am 11. Februar geht die Venus ins Zeichen Fische und damit aus dem direkten Aspekt zu eurer Sonne heraus. Aber weil ihr in Resonanz mit der Venus steht und weil die Venus sich im Zeichen der betörenden Fische besonders gut entfalten kann, glaube ich, dass ihr auch von dieser schönen Energie profitieren werdet. Die Venus läuft dann durch euer sechstes Haus der Arbeit. Vielleicht fangt ihr also einen Flirt im Büro an oder ihr habt einfach Spaß mit euren Kollegen und ein gutes Miteinander. Der 14. Februar, der Valentinstag, ist auch ein Top-Tag für euch. Die Venus steht dann günstig zu Saturn und das heißt, eine häusliche Angelegenheit lässt sich liebevoll regeln. Davon abgesehen stehen die Sterne sehr prickelnd und falls ihr Verehrerinnen oder Verehrer habt, werden die bestimmt nette Valentinsgrüße schicken. Auch der 15. Februar ist ein Top-Tag für euch und das ist der Neumond. Der findet jetzt wieder im Zeichen Wassermann statt und das heißt in einem sehr günstigen Aspekt zur Waagesonne, auch ein sehr kreativer Aspekt. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, dass ihr über eure Kreativprojekte nachdenkt, die ihr dieses Jahr verwirklichen wollt. Und wenn ihr irgendwo stecken geblieben seid, dann wird euch der Neumond eine Inspiration für eine völlig neue Lösung bringen. Falls ihr eine heiße Affäre angefangen habt, könnt ihr darüber nachdenken und meditieren, wie ihr das weiter gestalten wollt und welches Potenzial da drin steckt. Falls ihr Kinder habt,
könnt ihr den Tag auch nutzen, um über besondere Unternehmungen mit eurem Nachwuchs nachzudenken. Da werden euch bestimmt sehr gute Einfälle kommen. Also ist ein lohnender Neumond. Ja, und am 18. Februar gehen erst der Merkur und dann die Sonne ins Zeichen Fische. Und dann habt ihr 5 Planeten in eurem 6. Haus der Arbeit und der Gesundheit und Heilung stehen. Das ist ein sehr guter Aspekt, wenn ihr in einem helfenden oder heilenden Beruf tätig seid. Ihr seid dann sehr inspiriert und liebevoll und könnt gute Erfolge erzielen. Das Problem ist eben nur, dass sich der Mars ab der Mitte des Monats und noch bis Anfang März zu diesen ganzen Fischeplaneten querstellt. Und der Mars selbst steht günstig für euch hier im Zeichen Schütze, kann euch aber verführen, dass ihr mehr versprecht, als ihr nachher halten könnt. Ihr müsst ja bedenken, dass die Spannung hier zu Saturn euch mit sehr viel Arbeit und Verpflichtungen und Anforderungen überhäuft. Und ihr müsst immer damit rechnen, dass jemand, vor allem vielleicht ein Familienmitglied, euch plötzlich braucht. Und dann müsst ihr alles stehen und liegen lassen und zur Stelle sein. Deshalb rate ich euch, besonders in der zweiten Monatshälfte, vorsichtig zu sein, wenn ihr euch für eine Sache begeistert und Pläne macht und euch trotzdem auf jeden Fall im Kalender genug Platz zu lassen für andere Verpflichtungen, die eben dazwischen kommen könnten. Sonst gibt es halt Stress und auf diese Weise könnt ihr vermeiden, dass es zu Enttäuschungen kommt. Der 19. Februar ist auch nochmal ein Top-Tag für euch, vor allem für Waagegeborene, die offen für einen Flirt sind oder auch für eine neue Begegnung, die freundschaftliches Potenzial hat. Ende des Monats löst sich dann die Venus langsam wieder aus der Spannung zu Mars und beginnt einen versöhnlichen Aspekt zu Glücksplanet Jupiter. Sieht man hier schon sehr schön. Und selbst wenn ihr also irgendwo über das Ziel hinausgeschossen seid oder zu viel versprochen habt, am Ende des Monats kann euch keiner mehr böse sein. Und außerdem ist das ein toller Aspekt für beruflichen und finanziellen Erfolg. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.